Im Unterricht mit dem Smartphone spielen ist eigentlich ein No-Go. So aber nicht beim Smartphone-Fotografie-Workshop für die Lehrlinge der Salzburg AG. Als Trainer stand den Lehrlingen ein Profi-Fotograf zur Seite. Ja, das Ganze ist heute im Rahmen des 22 Butterfly Festivals. Das heißt, da werden Fotografien ausgestellt von Lehrlingen, eigentlich aus Unternehmen aus ganz Österreich. Und lernen tun wir heute zumindest das Thema, die Skills zu erweitern im Bereich Smartphone-Fotografie. Wie kann ich mit dem Smartphone tolle Fotos machen? Auf was kommt es drauf an? Wie kann ich eine Geschichte erzählen mit Bildern? Unter dem Motto Verantwortung, Nachhaltigkeit, Objekt wurden den Lehrlingen unterschiedliche Fotoaufgaben gestellt. Vorab gab es natürlich viele Tipps und Tricks. Ja, im Wesentlichen, sage ich mal, sind meistens auch Tipps, die man vielleicht auch mit klassischen Fotoapparaten durchführen kann, ist eigentlich die Perspektive. Da rate ich den Teilnehmern immer dazu, dass sie mal mehr experimentieren. Das Smartphone ist viel, viel leichter wie eine klassische Kamera. Man kann einmal bodennahe fotografieren. Und am wichtigsten ist das, dass man einfach, dass der Fokus passt und auch die Belichtung. Das schauen wir uns einmal im Detail an. Es geht eigentlich hauptsächlich um das Thema Nachhaltigkeit, die Sensibilisierung darauf, eben die Unternehmenswerte auch, weil die Lehrlinge doch das jetzt von einer anderen Seite betrachten können, dass sie sich damit vielleicht noch mehr identifizieren können. Die Fotos werden dann auch eben auf das Thema spezialisiert von jedem, zum Beispiel Internet oder Kommunikation, wo dann im Endeffekt auch die Bilder im Posthof in Linz ausgestellt werden. Sie haben mich damit beschäftigt, die verschiedenen Plätze in unserer Firma zu finden, wo man sie zurückziehen kann und einmal mit den Kollegen austauschen, einen Kaffee trinken. Ich werde bei meinen Fotos besonders auf die verschiedenen Perspektiven achten, dass man auf genauere Details eingeht, aber auch das Große und Ganze fotografiert, dass man von allen Seiten ein bisschen was sieht, auch mit den verschiedenen Farben arbeiten, den Kontrast finden. Mein Thema heute beim Fotoworkshop war alles um die Netzwerktechnik, alles mit Patchräumen, da habe ich Serverräume fotografiert, Patchräume, Netzwerkkabeln, verschiedene Formen von Netzwerkkabeln, einfach, dass man das an der Fotowelt gut zu sehen kriegt, wie das ungefähr ausschaut. Und gelernt haben die Lehrlinge in kürzester Zeit so einiges. Wichtig ist auch, dass man vorher den Platz herrichtet, dass man aufräumt, das schön attraktiv macht. Und dass auch das Licht passt, dass die Fotos gut ausschauen. Das mit der Schärfe und Unschärfe, das was am Vordergrund ist und was am Hintergrund, das geht beim Autofokus vom Handy sehr, sehr gut und man erreicht da super Ergebnisse. Also mit dem Smartphone ist mir auf jeden Fall leicht gefallen, dass ich irgendwo eingreihe oder mit dem Smartphone schwierigere Winkel erwische. Heute habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt und es hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, ich werde in Zukunft öfter Sachen fotografieren. Nach der Fotoausstellung im Posthof in Linz Mitte Mai geht es für einige Fotos in die Hofburg nach Wien. Wie weit es die Fotos der Salzburg AG-Lehrlinge schaffen, wir halten sie am Laufenden.